Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Link's Awakening beim Sockenclub. Mein Name ist Kayasha und wir werden uns heute mit dem fünften Dungeon befassen, der so ziemlich groß ist, ja. Im letzten Part haben wir uns das Schwert Level 2 besorgt. Das kann Laserschießen, ist genau doppelt so stark wie das alte. Also Schwert Level 1 in dem Fall. Und das macht jetzt, ja, ziemlich guten Bums. Muss man schon so sagen. Ey, und wir finden direkt den Kompass. Naja, ich weiß. Der fünfte Dungeon ist, ja, ein bisschen was Besonderes, kann man eigentlich schon sagen. Denn hier treffen wir ein paar Bekannte, beziehungsweise einen Bekannten. Aber ob man den nun unbedingt sehen will, ich weiß es nicht. Ja, komm schon. Komm schon. Gut. Ein klassisches Blockschieberätsel. Ich weiß, dass ich hier gleich die Bömpchen brauche. Glaube ich jedenfalls. Ach, ich bin ja sogar falsch gelaufen. Ja, die Dungeons werden langsam ein bisschen schwerer. Gut, da muss ich denn zum Schluss eine bestimmte Sache nochmal hin. Ach ja, die Schwimmflossen habe ich ja mittlerweile auch, falls es jemand nicht gesehen haben sollte. Ach, ist sicher. Einen Schlüssel muss ich mir ohnehin holen. Oh, Teil der Macht, sehr gut. Stimmt, ich musste zuerst hier oben lang. Und hier brauche ich die Bomben. Glaube ich jedenfalls. Ach, brauche ich doch nicht. Der hält ja mal gar nichts aus. Teil der Macht und Dingens der Schwertstufe 2. Das geht ziemlich schnell. I'm sorry, aber ich war wohl vor dir an dieser Truhe. Wenn du nach den Inhalt suchst, komm doch und hol ihn bei mir ab. Ja, der Stahlfoss, so ist dieser lustige Skelettritter eben, der will uns jetzt hier ein bisschen trollen und uns ärgern. Aber ich lasse mich natürlich nicht von diesem... Hoppala. Nein. Von diesem Willi lasse ich mich natürlich nicht ärgern. Okay, gut, wir mussten zuerst hier rein diesen Schleimi töten. Sonst wären wir nämlich nicht da oben in die Tür gekommen. Weil die sich nämlich erst öffnen, wenn alle besiegt sind. Alle Gegner in dem Fall. Gut. Dann machen wir hier trotzdem erstmal die Truhe auf. Dann haben wir das nämlich auch hinter uns. Ach, die werfen schon mit Knochen, wenn man die nicht trifft. Das ist ja auch nicht nett. Ey, das fehlende Teil der Steintafel. Was wohl auf der Tafel zu lesen ist? Da steht sowas drauf wie, dort wo sich das Licht der vier Fackeln kreuzt, musst du tauchen. Was das Ganze bedeutet, sehen wir noch. Dauert auch nicht mehr allzu lange. Dann müssen wir... Ach, scheiße. Nimm mich zuerst hier rein. Ah, okay. Scheinbar hat das nur mit den Laserstrahlen eben funktioniert, weil ich eben so volle Herzen hatte. Naja, so jedenfalls besiegt man den Stahlfuss. Ah, du bist stärker als ich. Gut, dass du es eingesehen hast, mein Freund. Ach, Mist. Na, muss ich den Schleim nochmal besiegen oder geht das so? Wir werden sehen. Leider ist mein Teil der Macht schon weg und ich muss natürlich wieder zurück und den Schleim besiegen. Wie kann es auch anders sein? Wer hätte das gedacht? Immerhin habe ich jetzt wieder volle Herzen und kann wieder Laser schießen. Okay, zurück dazu. Also in diesem Land muss man wirklich sehr, sehr viel hin und her laufen. Also, ja, kann ich mich noch gut daran erinnern,
als Kind bin ich ab hier jetzt eigentlich in den Dungeons regelmäßig irgendwie verschütt gegangen, also verlaufen. Ja, sie werden auf jeden Fall deutlich schwerer, also eigentlich schon mit dem Wundertunnel, aber der ging noch einigermaßen, aber der Schwierigkeitsgrad zieht jetzt wirklich an. Im nächsten Dungeon sehen wir das noch ganz deutlich und in den letzten beiden sowieso. Bams. Es gibt hier auch einen Trick, den kann man auch mit sogenannten Bombenpfeilen besiegen. Indem man Bomben und Pfeile miteinander kombiniert. Das zeige ich noch her. Beim letzten Kampf gegen ihn. Ja, beim letzten Kampf gegen ihn. Das ging hier in Link's Awakening, soweit ich weiß, das erste Mal, dass man Bomben und Pfeile miteinander kombinieren konnte. Ich weiß allerdings bis heute nicht, ob das Absicht war, dass das ging. Oder ein Bug. Ich weiß es nicht. Ah! Oh Gott. Das gibt's doch gar nicht. Entfernt die Monster aus Dungeons, die sind nicht gefährlich genug. Nein, es sind die Löcher. Du hast 50 Rubine gefunden, sehr schön. Ja, wundertoll. Wie schon... Ach so, okay, dann muss ich später nochmal hin. Da unten gibt's ein paar Bümpchen, die brauche ich aber, glaube ich, nicht. Wow. Das hat gelegt. Ich weiß es nicht. Okay, jetzt muss ich wieder dahin zurück, wo der Raum mit den vier Steinblöcken war. Wir erinnern uns, der war ziemlich am Anfang. Das ist übrigens nicht der Zwischenboss in diesem Dungeon, dieser vielfache Stahlfuss. Da gibt es noch einen ganz einen anderen, der ziemlich ätzend ist. Ah, mit dem spezifischen Dungeon-Gegenstand, den ich hier bekomme, bin ich auch in der Lage, etwas gegen diese komischen Schildtypen hier zu unternehmen. Ich kann aber natürlich die Bomben holen. Bin natürlich mal wieder falsch gelaufen. Ich muss hier ja noch einen runter. Momentan kann ich den leider nur in den Rücken boxen. Von der Haut mit meinem Schwert. Aber Hauptsache, sie sterben. Das ist nicht mein Tag heute, glaube ich. Es gibt so Tage, da sollte man lieber im Bett bleiben, außer es ist heute verdammt kalt. Für bitte, Juno, irgendwie, ich habe eine lange Hose an. Boah. Furchtbar. Ah, ich kann wieder schießen. Schönes Ding. Okay, ich kann nicht mehr schießen, aber ich kann gleich wieder schießen. Okay, hier zeige ich das gleich her, wie das funktioniert mit den sogenannten Bombenpfeilen. Okay, der ging daneben. Du schon wieder! Du gibst einfach nicht auf! Warum auch? Du bist schwach. Okay, man drückt jetzt einfach die Knöpfe gleichzeitig. Hoppala. Also kann man auch eine sehr hohe Schussfrequenz erzeugen. Mit der Kombination. Also das geht wirklich ziemlich schnell dann. Hey, cool, guck mal, wir kriegen einen Kerzenständer. Oder eine Kerze, ist das nicht toll? Nein. Es ist natürlich der Enterhaken. Damit komme ich über Schluchten. Hervorragend. Damit habe ich das Schwerste vielleicht sogar schon geschafft in diesem Dungeon. Nicht, oder doch? Mal sehen. Auf jeden Fall komme ich jetzt, wie schon erwähnt, gegen diese Viecher hier an. Nämlich ganz einfach so. Und der Enterhaken ist wirklich praktisch. Das ist eine super geile Distanzwaffe. Womit wir uns an ziemlich vielen Sachen festhangeln können, wie zum Beispiel an dieser Kiste hier. Und hier gibt es 200 Rubine. Wahnsinn! Ich glaube, das ist auch die einzige Truhe mit 200 Rubinen in diesem Spiel. Okay. Gut, da hinten gab es noch einen Schlüssel, den ich mir noch holen muss. Jetzt mit dem Enterhaken. Das war, glaube ich... Ach. Stirb! Skelett. Hier war es nicht, dann war es da oben.
natürlich. Aber... es geht jetzt ein bisschen einfacher. Zack. Mit dem kleinen Schlüssel lässt sich fast jedes Schloss öffnen. Mit dem Enterhaken bin ich nach diesem Dungeon auch in der Lage, das Tauschgeschäft abzuschließen. Und das ist wirklich super. Du hast 50 Rubine gefunden. Yippie-kaye. Ich hab bald schon wieder Geldmaximum. Gut, okay, gehen wir hier lang. Ich habe keine Lust, wieder ins Menü zu gehen. Das kennen wir schon. Ach, gut. Cool. Vielleicht schaffe ich es ja echt, diesen Teil der Macht mal bis zum Endboss zu behalten. Das wäre ausgesprochen super. Okay. Ich glaube, ich muss jetzt hier rein. Ich kann damit auch Fische töten. Na, komm schon. Was steht denn hier? Dort, wo sich das Licht der vier Fackeln kreuzt, musst du tauchen. Ja, wie schon von mir angekündigt. Okay, da oben geht's zum Boss, aber wir haben leider noch keinen großen Schlüssel. Kann ich das hier schon mal freimachen? Toll. An diesen komischen Drachenköpfen kann man sich mit dem Enterhaken hochziehen. Ich werde das hier nochmal demonstrieren. Einfach nach oben drehen und den Knopf drücken. Ganz einfach. Okay, jetzt gleich ein bisschen anders. Na. Psst. Gut, jetzt brauche ich natürlich wieder einen kleinen Schlüssel. Ich habe keinen mehr. Ja, super. Natürlich dazu. So, hier kriegen wir eine Fee drunter. Sehr gut. Hui! Ganz einfache Geschichte. Man kann es auch ohne Enterhaken schaffen, wenn man ein bisschen Skill hat. Man wird dann wahrscheinlich auch einmal getroffen, aber wie gesagt, es ist jetzt weniger dramatisch eigentlich. Mit dem kleinen Schlüssel! Sehr gut. Bams! Wieder hier. Au. Okay, dann hole ich mir gleich noch den großen Schlüssel, damit ich gleich nicht wieder hierher muss. Wobei der Zwischenbosskampf hier optional ist, also den muss man nicht machen. Das hat wohl den Hintergrund, dass man für den einen bestimmten Gegenstand braucht, den man nicht zwingend hat an dieser Stelle des Spiels. Aber ich habe ihn, keine Sorge. Ihr könnt euch sicherlich denken, was es ist, aber... das werden wir gleich noch etwas genauer sehen, welcher Gegenstand das sein wird. Zunächst muss ich gerade feststellen, dass ich wieder falsch gelatscht bin. Weil ich ein Esel bin. Ich muss doch dahin, wo sich das Licht der vier Fackeln kreuzt. Ihr merkt schon, es ist ein bisschen verwirrend hier allmählich. Man ist auch übrigens, solange man den Enterhaken ausgefahren hat, unverwundbar. Ja. Das ist bei Link to the Past. Oh Gott, schon wieder ein Teil am Macht. Bei Link to the Past genauso, wenn mich nicht alles täuscht, weil man sich ja währenddessen auch überhaupt nicht bewegen kann. Nein. Ja, ich bin aber auch bekloppt heute. Ach, hier doch auch nicht, Mensch. Ja. Gut, das Teil der Macht dürfte jetzt nach dem nächsten Treffer schon wieder weg sein. Ach ja. Wir sehen auch, der Enterhaken ist eine tolle Kampfwaffe. Also, der macht auch richtig Bums. So. Ja, ich weiß, dass das ein seltsamer Stein ist, danke. Genau, hier war das nämlich. Unter Wasser können wir leider nicht nach unten zielen damit.
Warum das so ist, müssen wir wohl die Entwickler fragen. Nach langem Hin und Her bin ich da noch nicht auf des Rätsels Lösung gekommen. Zack. Los, Link, lauf! Endlich! Mit dem großen Schlüssel lassen sich die Verstecke der Endbosse öffnen! Sehr cool. Gut, dann nur noch Zwischenboss-Natzen und Endboss-Natzen und dann war's das auch schon. Ach gut, ich kann auch nicht nach oben schießen. Finde ich jetzt nicht so toll, aber naja. Ich werde es wohl überleben. Irgendwer knallt draußen schon wieder mit irgendwas rum. Das nervt. Ich hoffe, das konnte man gerade nicht hören. Das ist so ähnlich wie wenn Nachbarn sonntags um 12 Uhr die Kettensäge anschmeißen, weil sie meinen, irgendeinen Rosenbusch kleinschneiden zu müssen. Und ja, solche Menschen gibt's. Vor allen Dingen auf dem gottgeheiligten Sonntag. Ah, kann ich mir gleich noch eine Fee holen. Trifft sich außerordentlich, außerordentlich. Sehr gut. So, das haben wir alles, um hier weiter zu können. Das sind die Arachno-Zwillinge. Die besiegen wir nämlich mit dem Bogen. Und zwar, wenn sie ihre Klüsen aufmachen. Da gibt es aber einen Trick. Und zwar, wenn man die Ballade des Windfisches spielt, sollten sie ihre Augen aufmachen. Ja, so in etwa funktioniert das dann. Wenn sie das Auge öffnen, dass man dann halt einen Pfeil reinballert. Sonst, wenn man das nicht weiß mit der Ballade von Witwe, steht man hier wirklich ziemlich ewig, bis die alten Viecher mal die Augen aufmachen. Das kann teilweise schon ziemlich nerven. Wenn man sich bei dem hier dann ein bisschen weiter wegstellt, kann man es vielleicht sogar zwei reinschießen. Sehr gut. Das war der mega anspruchsvolle Zwischenkampf. Wenn man übrigens in Dungeons ist, kann man sich mit Mumbos Mumbo zum Eingang des Dungeons teleportieren. Wenn man mal raus muss oder wenn der Weg dann kürzer ist oder was weiß ich. Irgendwas ist sonst schon gut. Genau. Gut. Es ist super geil, dass ich schon das Schwert Level 2 habe. Jetzt wird der Endboss irgendwie richtig bluten. Aber es ist ein wirklich sehr geiler Bosskampf. Aber den sehen wir erst jetzt. Ich mache doch nicht so gerne Cliffhanger. Zumindest nicht, wenn der Part noch nicht so lange läuft. Bang, bang, bang. Mein Gott, es ist ein Morgenstern. Ach nee, ich brauche ja hier noch was anderes. Genau. Nein, es ist natürlich eine Schlange mit einem Kettenschwanz. Was auch immer. Und ab und zu guckt sie dann auch mal aus diesen Löchern. Dann kann ich sie, oder vielmehr muss ich sie, mit dem Enterhaken da rausziehen. Und dann kann ich das Herz angreifen. Mit meinem Schwert. Ha! Ungefähr so sieht das dann aus. Am besten man verkriecht sich einfach irgendwo am Rand und wartet, bis die Schlange in einem günstigen Winkel ist. Ansonsten, was hier sonst passieren kann, ist, dass die Schlange komplett mit rauskommt und dann explodiert. Also das geht auch. Und dann muss man natürlich aufpassen, dass man keinen Schaden nimmt. Der faucht so komisch. Ah, okay. Und wenn wir die Schlange hier rausziehen, dann sehen wir auch, oh, das war's schon, dass der Schwanz halt kürzer zieht. Das soll halt, naja, ne? Ihr wisst schon. Du meinst wohl nicht, wo du dich befindest, du naives Kerlchen. Diese Insel ist dein Verhängnis. Endlich mal ein Boss, der ein bisschen gesprächiger ist als Mutz Mutz Raus oder Blubber Flutter, Blubber, was weiß ich. Wir bekommen wieder ein Herz geschenkt. Das ist das Poseidon-Xylophon. Was weiß ich. Nein, Korallen-Xylophon. Das hätte ich wissen müssen.
Sehr cool! Das fünfte Musikinstrument der Sirenen! Schrein! Inselgeheimnis im Schrein! Damit ist der Maskenschlüssel gemeint, den ich natürlich schon habe. So, Statuscheck. Ich habe 5 Instrumente, mir fehlt nur noch ein Dungeon-Schlüssel. Ich habe die Fischschuppe bzw. die Schuppe der Meerjungfrau für das Tauschgeschäft. Ja, ich würde sagen... Ja, wir machen uns jetzt direkt auf den Weg für das Tauschgeschäft. Aber erstmal natürlich wieder hier schön drunter durchtauchen. Okay, wo kann ich denn hier? Ach, da oben. Gut. Und tauchen. Also mit diesem Spiel hat Nintendo damals echt bewiesen, dass das Spielprinzip von Zelda auch wunderbar auf einem Handheld funktioniert. Und ich weiß, dass dieses Spiel auch wirklich heute noch sehr, sehr, sehr viele Fans hat. Es ist nach wie vor wirklich ein beliebter Teil der Serie. Und hat ja auch schon auf dem Game Boy Color einen Dingens bekommen. Eine Neuauflage, halt die DX-Version, die ich schon mal angesprochen habe. Aber die ist ja leider ein bisschen zensiert, deswegen spiele ich diese Version. So, hier haben wir die Schnixenstatue. Du hast die fehlende Schuppe in die Nixenstatue gesteckt. Ja, wer hätte das gedacht? Da drunter ist eine Treppe. Was wir da unten finden, warum wir plötzlich besser gucken können und warum wir auf einmal am Strand nichts mehr graben können, das sehen wir im nächsten Part. Macht es gut!